what fascinates us about him? What made him into the person that he is today? What motivates people to hate him and to visit him? Metal Leute, this is the story of Drachenlord. On April 24th, the video Carb Chips Funken Oh Yeah was released, in which Rainer announces to make cooking videos after the move. Bin ich tatsächlich am überlegen, ob ich da vielleicht ab und zu mal das ein oder andere Mal ein Kochvideo mache. Momentan nö, habe ich nicht das Interesse dafür. Ich koche eigentlich momentan nur deswegen hauptsächlich nicht, weil ich A, zu wenig Zeit habe und weil ich B, das ist A richtig und B falsch, weil ich B dann immer so die Sachen habe, wo dann und das, dann habe ich gerade Zeit und dann habe ich da keinen Bock, da irgendwas zu machen und alles. In the stream on YouNow, there was suddenly talk of romantic conquests again. Ich hab mal so eine schöne Berlinerin gehabt, ja. Die hat gemeint, die hat schon mit ein paar Leuten aus verschiedenen Bundesländern, ne, und aus verschiedenen Gegenden, aber die hat noch keinen gehabt, der so hart war wie ein Franke, Alter. Ich denk mir nur aus, dass ich Schwänze lutsch und mit Männern in die Kiste spring, nur um interessanter zu wirken. Sag mal, was für einen Dachschaden hast du, Kollege? Der erste war älter als ich, ja. Aber nur ein paar Monate. Schau jetzt mal nach, was ich noch an Geld dabei daheim hab. Ernsthaft? Das ist meine letzte Kohle? Rainer was also a guest in the stream of the YouNower Lachflat and told the usual anecdotes of his martial arts experience. Nee, ich hab mittlerweile wirklich festgestellt, dass ich wieder langsam aber sicher, vor allem richtiges Gleichgewichtsgefühl und alles habe und mich auch ganz anders wieder bewegen kann. So. Das ist einfach wegen so die Form wieder, was zurückkommt. Then, Rainer explained how he calculates his age. Aber ich habe halt im August Geburtstag und ich rechne es immer so. Wir haben jetzt 2016 und ich werde 2016 17. Das bedeutet, ich bin immer 11 Jahre älter als das Jahr. Als der Euro? Nein, als das Jahr. Also 2014... bin ich 15 geworden. 2016 ja. Werde ich 27. Achso, okay, das sind schon 11 Jahre mehr als das Jahr quasi, also als die Zahl 11. Ah, okay, jetzt habe ich gecheckt, ja. Genau. Cool. During the conversation, Rainer also revealed that it was him who had once stolen the liar's treasure. Then, with Rainer's consent, Lachflat played the Liar Lord song. Also, WhatsApp voice messages of Rainer to one of his flames had been leaked. However, these were taken out of context and without the messages of the lady. Ich würde Stress wegen dir bekommen. Meine Liebe, wenn jemand von uns beiden Stress hat, dann bist es du danach. Und genau das will ich eigentlich verhindern. Meine Aufgabe ist es, dich zu beschützen. Es war schon immer so. Ich beschütze andere, nicht andere mich. Ach, ich denke, den werde ich sicher haben. Spaß werde ich mir jetzt auf jeden Fall noch gönnen. Danach werde ich dich wahrscheinlich endgültig rausblocken. Dann habe ich meine Ruhe. Ich wünsche noch ein geiles Leben. Ciao. Mein Mädchen, du machst es dann auch nicht leicht. Egal, ich habe jetzt keine Lust mehr. Endgültig und das letzte Mal für heute. Gute Nacht und schlaf schön. Ich weiß nicht, ob du sowas machst, aber du kannst dich ja selber noch ein bisschen amüsieren. Viel Spaß dabei. Gute Nacht. Und zu der Sache mit dem Spaß. Ich glaube, den werde ich jetzt sogar richtig schön haben. On April 25th, the video Dragon Monday, Episode 27, Voting and Zoo Vlog was released, in which Rainer talks about maybe wanting to go to the zoo together with Baby Dave. Rainer also proudly presented his sword in the stream. Wahrscheinlich holt dir der 16 cm Ding mal um die Ohren. Dann wirst du mal sehen, was für ein 2 cm Schwanz er hat. Was ist denn der Problem mit meinem Schwanz? While Rainer was again a guest in Lachflat's stream, he gave a small lecture about biology. However, it mostly consisted of half knowledge. Weißt du, was das älteste Wesen ist, das auf unserem Planeten noch existiert? Nein.
Kleiner Tipp, bei mir fliegen gerade Dutzende durchs Zimmer. Ich wollte auch Fliegen sagen, aber Fliegen ist un... Fliegen nicht. Was? Allgemein, die Klassifizierung. Also Insekten. Das Interessante ist, eine Fliege, die du hier rumfliegen hast, die war zu der damaligen Zeit ungefähr so groß wie ein kleines Auto. Das ist echt so. Das war noch vor den Dinosauriern. Das war das Biozän, glaube ich, müsste das sein. Then, a picture of Rainer's member was posted in the chat. Da ist mein Ding drinnen. Gerade im Chat. Wer es noch nicht gesehen hat. Wo ist dein Ding? Ja, das Bild ist mein Ding. Ja. Oh Mann. Der ist auch ganz schön klein, Kollege. Wieso sagst du, dass das dein Ding ist? Ja, so ist. Ja, Bruder, aber... Mit meiner Größe habe ich nicht das geringste Problem. Und so klein wie er aussieht, ist er gar nicht. On April 27th, the video Opinion on Buffoons was released. In it, at first, Rainer complains about a Twitter conversation, but in the end, the video develops into a tirade against haters, hip-hop and bullying. Also, the US YouTuber Boneclinks uploaded a video in which he reacts to the room tour with the Dark Parabolic Knight. Since some of the haters found it amusing to see an American's reaction to the Dragon Lord, this video became widely popular. Boneclinks would then respond to even more Dragon Lord videos, and some haters would even add English subtitles to the videos for him. On April 28th, 18,000 sub, pissed off thanks for everything guys, appeared, which was mainly made up of snippets of old videos. In Zoo, Car, When, Now, Rainer explains that his old insurance company had been in debt collection proceedings, but that he was planning to switch to a different insurance company. Rainer also uploaded the video, Opinion on OO Tanzverbot, in which he pulls Tanzverbot to pieces. Tanzverbot had meanwhile apologized for the fight challenge, however, Rainer was unaware of this. So it happened that Rainer streamed in the evening with Tanzverbot and talked to him. On April 29th, a hater spotted Rainer together with an acquaintance on the Rewe parking lot and filmed them secretly. This just goes to show how many haters were already lurking around Rainer's house around that time. When Rainer streamed on YouNow at night, Boneclinks tried to talk to him live, Rainer, however, refused to talk. On April 30th, Rainer announced that in the future he would use his YouNow streams as an internet radio. When this did not work as planned, Rainer focused his anger on the chat. Lasst doch mal das verfickte Gespam, ihr Arschlöcher! Ihr braucht nicht ständig euren kleinen Schwanz an die Wand hängen, weil es interessiert hier keine alte Sau auf YouNow. Also haltet mal die Fresse mit eurem Gespam, ihr Wichser! So ist das Einzige, was ihr könnt, den ganzen Tag wichsen, oder? Halt doch einfach mal die Fresse mit einem Gespam, ihr Assis. Okay, wisst ihr was, ihr Assis? Ihr habt jetzt genau 4 Minuten Zeit. 4 Minuten. Und dann bin ich offline, wenn der Spam nicht aufhört, ihr Arschlöcher. Und dann können sich alle Zuschauer, können sich dann bei diesen Spammern bedanken. Weil die ganzen Zuschauer, ihr könnt die alle reporten. Wir hätten sofort einen Moderator da. Und der Moderator könnte sofort den Low-Level anmachen. Vorausgesetzt, der Moderator verlangt nicht wieder, dass ich ihm einen Blas... dass er das einmal macht, dass er seinen verdammten Job auf YouNow macht, wofür er da ist. Junge, irgendwann treffe ich dich und dann sehen wir mal, wer von uns beiden der Schwabbel ist, du Arsi, Alter. Ich schwöre dir, wenn du mir jemals über den Weg läufst, Alter, du landest im Krankenhaus, Kult, das verspreche ich dir. Das heißt, du machst das Mobbing, Alter, Cybermobbing. Wenn ich dir irgendwann über den Weg laufe, ja, ich werde dich sowas von zusammenschlagen und ins Krankenhaus befördern. Nur allein dafür, dass du hier Menschen so behandelst, Alter. Rainer, stopp, Rainer. Du bist zu dumm, um Englisch zu schreiben. Das würde stupid heißen und stupid bist du selber. Rainer also revealed in the stream that he had thrown a bag at a car.
Ich habe heute schon jemanden meine Schwimmtasche gegen das Auto geschmissen, Leute. Ich bin rausgezogen. Das hätte ich kein Problem damit gehabt. Da mache ich mir keinen harten Draht, Leute. Mad Max, du bist wahrscheinlich auch einer schon, der mal meinen Stock zu spüren gekriegt hat. Also halt mal lieber die Fresse. Ist mir scheißegal, in welche Cam ich laufe. Das war ein öffentlicher Parkplatz. Du hast mich gefilmt. Cool, ich zieh dich raus, prügel die Scheiße aus dir raus. Und jetzt halt die Fresse, Eagleman. Halt die Fresse. Einfach mal Schnauze halten. Du hast dir nichts zu melden, also Fresse. Stück Scheiße, Alter. On May 1st, 2016, Rainer was again spotted outside his home and secretly photographed. On May 2nd, the video One Taker, No DM Today was released, in which Rainer explains that he is working on his book again, which he wants to publish using a pseudonym. In Dragon's Hater Diary number 2, the phone drama, Rainer complains that haters were stalking him and secretly taking pictures of him. Then he reports that he snatched a cell phone from a hater who was allegedly standing on his property and threw it on the ground with force. Wenn du damit gerechnet hast, mein Lieber, dann ist das übrigens eine vorsätzliche Straftat, weil du hast genau gewusst, dass irgend sowas passiert, du hast gewusst, du willst auf mein Grundstück, du hast gewusst, du willst mich widerrechtlich filmen, hast mich vermutlich auch innerhalb des Hauses noch gefilmt, wie ich noch hier innen gestanden war, was ebenfalls eine Straftat und Eingriff in meine Privatsphäre und in mein Privatleben ist, mein Lieber, möchte gern angehen, da hast du nicht gesehen und dementsprechend würde ich einfach mal sagen, Booyakasha! Zerschlagen und busted. Wie auch immer, im Großen und Ganzen geht es wirklich einfach darum, die Vollidioten haben nicht mehr gerafft, dass ich sie filme. Bis dann. Ja. Tschüss. There is also a video from that day that shows Rainer throwing a bag at a moving car. Rainer now also went to the extent of publishing the license plates of cars he suspected to be driven by haters. On May 3rd, he then streamed with Rechteck ohne Ecken. Und ich werde in etwa 4 Monaten, 26, 27. Wann hast du Geburtstag? Im August. Welcher Tag? Wenn du in 4 Monaten hast, hast du auch im August, ne? Ich habe am 2. Nee, ich hab am 9. Also jetzt ist ja schon der 5. und in 7 Monaten ist schon der 9. Also du warst in 3 Monaten. Stimmt. The attempt of the two jamming together failed at first because Rainer's bass was out of tune and Rainer couldn't play it properly either. Das ist ein F bei dir. Das ist aber die oberste und damit auch die dickste. Die müssten aber auch gestimmt sein. Mein Kumpel hat die mir gestimmt. Ich habe nicht das Stimmgerät daheim momentan, weil mein Stimmgerät nämlich im Arsch ist. Und Leute, danke, danke. Setzt euch mal hierher, nehmt einen Bass in die Hand und versucht erstmal zu spielen. Ich habe wenigstens die Eier, es zu versuchen, im Gegensatz zu denjenigen, die hier meistens so eine Scheiße labern. When Rainer streamed on the 6th of May, he once again complained about the moderators on YouNow. Und könnten die Moderatoren sich wahrscheinlich mal bitte nach einer Dreiviertelstunde bitte bequemen, endlich den Lowlevel anzumachen, ihr Sackfalten? Dankeschön. Und ja, dieses Mal habe ich die Moderatoren mit Sackfalten angesprochen. Aber ich muss ganz ehrlich an dieser Stelle sagen, und ich bitte um Verzeihung, meine lieben Moderatoren, ich hoffe, ihr könnt mir das in dem Fall mal nachsehen. Fick dich, YouNow. In the stream of May 8th, Rainer announced to take a week off from YouNow. But already on May 12th, he was streaming again. On Twitter, he claimed to be thinking about quitting and also made a poll about it. On the 13th of May, however, Rainer showed up in the stream with renewed motivation. Ich sag euch was. Ich lösche mich. Wenn sich jeder einzelne Hater in einer Reihe aufstellt und mir einen bläst und ich ihm dann in den Mund komme, dann lösche ich mich. So, und nur weil mich niemand mag, heißt das noch lange nicht, dass es niemanden gibt, der mich mag. Ach, Captain Metal, Alter. Den Typen habe ich so in die Fresse geleuchtet. Den Typen habe ich mit der Lampe so in die Fresse geleuchtet,
dass der Typ erst einmal 3 Jahre nichts mehr gesehen hat. On this day, Rainer allegedly also sent a video in which he pleasures himself on WhatsApp. On May 15th, Rainer ended his break on YouTube with Dragon Monday, episode 28, I'm back. In the video, Squirrel on YouTube, he films himself walking through the forest and gets scared by a squirrel. Oh, bin ich jetzt erschrocken? Herr, du Schöne? Und weg ist es. Hast du es gesehen? Voll krass. Also, a hater had appeared in front of Rainer's house, wearing a self-made mask consisting of a photo of Rainer's father. On May 16th, Rainer was streaming again without a picture because his internet had been throttled. Not only was he unable to pay the internet bill, he also revealed that he would have to put his relocation plans on hold for the time being. On May 19th, Rainer described his partly frustrating experiences with the game Angry Birds in the video Angry Birds the Movie. Ich persönlich bin ein so großer Fan von Angry Birds. Ich habe da auch schon mehr als ein Handy zerstört deswegen. Aber ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der sich bei dem Spiel öfter mal upraged. Wobei ich sagen muss, seit ich das wieder installiert habe und seit ich das auf meinem aktuellen Handy drauf habe, ich eigentlich nie wirklich ausgeflippt bin. Und es war aber wirklich mal so, eine Zeit lang war das wirklich mal ein Problem. Ich habe da wirklich mal 2 Handys innerhalb von 2 Wochen geschrottet. Das war echt nicht lustig. Zugegeben, ich schieße nicht mit Vögeln auf Schweine, aber und auch nicht mit einer Schleuder, sondern ich schmeiß lieber Stöcke nach Hatern. On this day, Rainer was also filmed walking through Emskirchen. On the 20th of May, Dragon and a Bicycle was released. In it, Rainer plays with the idea of riding a bicycle, but claims that his weight would be a problem. Then he realizes that his stamina has decreased because he can't walk to Emskirchen without much effort as he used to do. On May 22nd, he photographed someone driving past his house, believing him to be a hater, and then posted the picture on Twitter. On May 24th, Festivals and Events 2016 was published. In it, Rainer explained that he would only go to festivals if he could park near the bands, as he was afraid for his car and of haters. But when the accounts of the Summer Breeze and Wacken Festival made Rainer offers in the comments, he took issue with it. As a result, the video #AskDragon Festivals was released on May 25th, in which he once again addresses the issue. Natürlich, wie ich vorausgesagt habe, alle haben mich wieder mal als denjenigen dargestellt, der einfach arrogant ist, weil ich einfach Angst um meine Sachen habe. Rainer's temper tantrums in the face of video games made it clear that he has had a problem controlling his aggression for quite some time. This was also understood by the haters, who often tried to provoke Rainer during visits. Not only did Rainer's lack of self-control incite the haters even more, but he also put himself and other people in danger.